Shalom Aleichem, einen guten Abend allerseits. Wir widmen heute unsere Shiur für Refuah Shlema, für gute Besserung, für Eliyahu Orel Noach Ben Yehudit, Anael Sarah Bat Yehudit, Esther Bat Yehudit, לרפואה שלמה בקרוב ממש, für gute Besserung schnell. Soll der Ribbono shel Olam soll machen ein Nes, ein Wunder, und die Älteren soll haben Kraft und Naches und Geduld. Und die alle, die sitzen hier, wir beten heute zusammen und wir dem Shiur heute über Tehillim. Das ist genau passend, ich verteile euch die Blätter, genau passend für diese Idee, was wir heute lernen soll. Bitte verteilt die Blätter an alle, Entschuldigung. Und mach aus bitte eure Telefonaten. Gut. Wir werden beginnen mit 4 Fragen. Erste Frage ist, welche Kraft bringt zu sagen Tehillim? Also, warum gerade Tehillim? Kannst du lernen Torah? Kannst du beten Schacharit? Kannst du beten andere Schriften? Warum gerade Tehillim hat so eine Kraft, so eine Wirkung, so eine Stärke, so eine Power zu sagen Tehillim? Was ist Tehillim, musst du jetzt noch dazu sagen? Ich werde alles erklären. Deine Frage ist berechtigt. Ich werde dem Grundelement alles erklären. Aber unsere Frage ist, warum Tehillim, Psalmen zu sagen, ist so Kraft, ist so stark und bei jedem Zorre, bei jedem Problem von einem Individueller oder vom Kollektiv für gute Besserung oder für weltlichen Corona beten wir und wir sagen Tehillim. Warum gerade Tehillim und nicht andere Schriften? Wir haben 24 verschiedene Schriften. Soll man lesen Torah, soll man lesen Talmud. Warum gerade Tehillim ist so kräftig und so stark und so populär? Die zweite Frage ist, ob es ist erlaubt, bei Nacht zu sagen Tehillim. Es ist eine Frage, weil Tehillim hat so viel, jeder Mensch weiß, dass in die Kabbalah steht, geschrieben soll man nicht sagen bei Nacht Tehillim bis Mitternacht. Also von der Dunkelheit bis Mitternacht. Und die Frage ist, was machen wir heute, wenn jemand geht in OP, 21.30 Uhr, sagt man Tehillim, oder die Frau kommt jetzt in Geburt zum Spital. Soll man sagen Tehillim oder nicht? Oder wie heute? Sollen wir Tehillim sagen bei Nacht oder nicht? Das ist die zweite Frage. Die dritte Frage ist, was ist die Kraft von bestimmten Kapiteln und Rezepten? Es gibt hunderte von verschiedenen Rezepten, von Zusammenstellung von Tehillim. Sag Kapitel 20, Kapitel 23 und 100 und das reicht. Sag diese Kapitel, wenn jemand ist krank. Sag diese Kapitel, wenn du bist im Friedhof. Was ist diesen bestimmten Rezepten und Zusammenstellung von Kapitlach für bestimmte Sachen? Man erzählt so von Reb Moshe von Kobrin, danke, dass einmal ist gekommen zu ihm Ayid, und der Jid hat gesagt, dass er hat große Bauchschmerzen. Und der Kobriner Rebbe hat genommen einen Zettel und er hat ihm geschrieben ein paar verschiedene Psalmen, welche soll er lesen. Sagt er, wenn du kommst nach Hause, nimm den Zettel und lese diesen bestimmten Tehillim, was habe ich dir notiert, und du wirst gesund sein. Gut, der Jid geht da raus. Und irgendwie aus Versehen hat er verloren den Zettel. Kommt nach Hause und er denkt, was soll ich machen jetzt? Geniale Lösung, hat er gedacht. Ich werde jetzt lesen den ganzen Tehillim. Vom Anfang bis Ende. Und er hat gesagt, dem ganzen Tehillim und die Bauchschmerzen sind nicht besser geworden, sondern ganz schlimmer geworden. Fährt er zurück zu der Moshe von Kobrin, sagt der Rebbe, ich habe gesagt dem Tehillim und es hat nicht geholfen. Sagt der Rebbe, hast du dem Zettel gesagt, die Tehillim nach der Reihenfolge? Sagt er die Wahrheit? Nein. Habe ich gesagt, dem ganzen Tehillim und nicht diese bestimmten particular Psalmen, was hast du mir notiert? Sagt der Rebbe, stell mal vor, eine geht zum Doktor und der Doktor gibt ihm 3, 4 Medikamenten. Und er geht zum Apotheker, er hat verloren das Rezept. Und er sagt dem Apotheker, weißt du was? Gib mir alles.
gib mir alles, gib mir alle Medikamenten, was du hast. Bestimmt die drei oder die vier sind drinnen für Bauchschmerzen. Aber natürlich, es wird der Mensch nicht gesund machen, es wird der Mensch Problematik machen. Verstanden? Ja, ja. Also, und die letzte Frage ist, wieso gehen Jiden und sorgen Tilim in Beisachheim, in Friedhof? Wenn jemand ist nicht gesund oder wenn man will, Jeshua heißt eine schnelle Erlösung, gehen alle, sogar die ganze Gemeinde, steht in die Mishnah, wenn es nicht Regen gibt, die ganze jüdische Gemeinde geht in Friedhof und sie beten dort Tehillim und sie werden geholfen, soll Regen kommen. Was hat das zu tun mit Friedhof? Also Friedhof ist die andere Seite auf dem Leben. Jeder will von Friedhof rausgehen und niemand will dort reingehen bis 120 und gesund. Also ich wiederhole schnell unsere vier Fragen. Eins, warum Tehillim sind so kräftig und so power und nicht andere Tora-Schriften? Zweitens, ob es Megmen, ob es ist erlaubt zu sorgen Tehillim bei Nacht? Drei, was sind die bestimmten Kombinations und Rezepten und verschiedene Zusammenstellungen von Kapitlach Tehillim, soll man das und das und das sagen? Habt ihr gemerkt, als wir haben gebetet für den Sohn von unserem Freund, soll gesund sein, hat man gesagt, welche Kapitel soll man sagen, und das genau hat man gesagt, und bei jedem Tehillim zum Schluss steht auch eine ganze Liste, was soll man sagen, hier Tfilah Lacholim, Gebet für die Kranke, das soll man sagen in dem Friedhof, 28, 34, 110, 112, 119, 138, 185, also steht genau Tehillim, also steht in Tehillim zum Schluss Zitaten. Und für Kranke soll man sagen, das, also gibt genau Reihenfolge, Rezepten. Okay? Und die vierte Frage, warum gerade in Friedhof soll man sagen Tehillim? Warum? Was hat das dort zu besuchen? Soll man gehen in den Wald? Soll man gehen in die Synagoge? Soll die Gemeinde soll sich versammeln in die Synagoge? Und dort soll sie sagen Tehillim. Verstanden die vier Fragen? Wiederholen die Fragen oder die Fragen sind klar? Die Fragen sind klar. Gut. Wir haben in unserer Literatur, in unseren heiligen Schriften, Sefer Tanach. Sefer Tanach ist Torah, Nevi'im, Ktuvim. Torah ist die fünf Bücher Moses, Bereshis, Shmois, Vayikra, Bamidbar und Dvorim. Nevi'im sind Propheten, so wie Joshua, Shmuel, Irmiyahu, Yeshayahu, Yechezkel, Jonah, bis die kleinen Propheten, Malachi, Habakuk, Haggai, die kleinen. Und danach gibt ein drittes Buch. Dieses Buch heißt Ketuvim, Schriften. Das erste Buch von den Schriften ist Tehillim. In die Ketuvim gibt es auch fünf Schriftrollen, wo wir während des jüdischen Kalenders lesen alle fünf Schriftrollen. Am Sukkot lesen wir das Buch Kohelet, Prediger. Am Pesach lesen wir das Buch Hohelieder, Shira Shirim. Am Shavuot lesen wir das Buch Ruth, wegen dem Geburt von König David, seine Großmutter ist David ist geboren am Shavuot. Am Purim lesen wir die Schriftrolle Esther. Und am Tisha B'Av lesen wir die Schriftrolle Echa. Also fünf Schriftrollen von Ktuvim lesen wir während dem jüdischen Kalender. Tehillim ist auch verteilt auf fünf Bücher. Parallel zu Chamisha Chumshei Torah, parallel zu den fünf Büchern Moses, gibt es fünf Bücher von Tehillim. Also Tehillim ist im Prinzip das Gebetseite von den fünf Büchern Moses. Das, was steht bei fünf Büchern Moses von oben nach unten, Tehillim ist unsere Reflexion von unten nach oben. Verständlich? Mhm. Deshalb, wenn es gibt irgendeinen Bedarf im Himmel um Rachamim, um Erbarmung. Erbarmung.
Erbarmen und Rachamim von Himmel zu bekommen, sagen wir Tilim, weil Tilim hilft. Okay. Wenn einer sagt dem ganzen Tilim, immer wenn er sagt ein Buch und dieses Buch ist zu Ende, habt er einen bestimmten Yehirazon. Also es gibt ein extra Gebet, das er muss sagen beim Ende von diesem Gebet. Das heißt, wenn ein Mensch sagt jetzt dem ganzen Tilim, letzte Shabbat habe ich dem ganzen Tilim gesagt, weil es ist Shabbat Mevarchim Chodesh Adar. Heute ist auch Rosh Chodesh. Wünsche ich euch auch alle Chodesh Tov und Chodesh Sameach und so sein Chodesh mit vollen Wunder. Wenn man sagt dem ganzen Tilim zusammen, wenn man kommt zum zweiten Buch, seht ihr Sefer Sheni? Ja. Zweiter Buch. Da geht man an die Ende von dem Tehillim und es gibt dort Yehi Ratzon, man macht ein extra Gebet, um zu bedanken Gott für diesen Buch. Und wir sagen, möge deine Wille, ewiger Gott und unser Gott und Gott unser Vater, wegen das Buch, erste Buches, das Tehillim, das wir vor dir gelesen haben, dass das Buch Bereshit parallel ist, entsprechend, versteht ihr? Also wir sagen, jetzt habe ich gelesen das Buch Bereshit parallel zum ersten Buch. Habe ich gelesen das Buch Schmois parallel zum zweiten Buch. Und so sagt man dem ganzen Tilim bis Ende. Wenn man sagt das in die Gemeinde, in die Synagoge, seht ihr, drittes Buch. Ja? Also es verteilt auf 5 Bücher. Bei jedem Buch, die ganze Gemeinde stoppt, sagt man diese Yehi Ratzon, diese extra Wünschen und Wille. Und dann sagt man Kaddisch und dann sagt man weiter dem ganzen Tilim. Dem ganzen Tilim zu sagen, dauert zwischen 1,5 Stunden. Und wenn Leute sind schon gewöhnt, schnell Tilim zu sagen. Und wenn einer sagt, jeden Tag Tilim, ist er schon ein Profi. Und die Psalmen von Tilim reden sich schon von alleine. Also, Tilim ist eine von den Schriften. Erste Schrift von den Schriften. Okay? Wer hat geschrieben dem Tilim? Der Tilim haben geschrieben 10 Leute. 10 Menschen haben Tilim geschrieben. Und der Autor, der Zusammenfasser von allen Autoren, war David HaMelech. Wer sind die 10 Leute? Adam HaRishon. Adam HaRishon. Adam HaRishon, ich gebe dir ein Lied von ihm, Lechuner Anena, Psalmen Lechuner Anena beim Freitagabend. Lechuner Anena Lashem, Arbaim Shana, gut, als Adam hat gesehen, dass die ganze Welt ist geschafft, was sagt er, Lechuner Anena Lashem, lass uns loben und singen zu Gott. Also Adam hat geschrieben ein paar Lieder, Malki Zedek, Avram Avinu, Avram hat noch einen Namen, Eitan, Moishe, Heyman, Jedutun, Asaf und die 3 Kinder von Korach, Asir, Elkanah und Avi Asaf. Also 10 Leute, wenn man guckt in Psalmen, jeden Psalmen beginnt mit einem anderen Autor. Also Lamnatzeach, verschiedene, Maskil le Asaf. Seht ihr, Maskil le Asaf, wer hat geschrieben diese Psalmen? Asaf, also eine von diesen Maskeleis und Aizrochi, also jeden Psalmen beginnt... David hat sie geschrieben. Was? David hat sie geschrieben. Einige davon. David hat viele geschrieben. Sehr viele, die meisten. Aber in diesen 150 Kapitel Tilim sind 10 Autoren drinnen. Hast du gerade nicht aufgezählt? Habe ich sie ja gezählt. Doch, hat er gesagt. David hat sie zusammengefasst. David hat genommen Adam HaRishon, Malki Zedek, Avraham Avinu, Eitan, so heißt er, Moishe, Rabbeinu, Tfilo le Moishe Isha Oleikim, wer hat das geschrieben? Moishe Rabbeinu, Yoishe Beseser Elion, wer hat das geschrieben? Moishe Rabbeinu, Mizmor Shir le Yoim HaShabos, wer hat das geschrieben? Wenn du guckst, Mizmor Shir le Yoim HaShabos, das ist Eselsbrücke Moishe. Shir Leyom HaShabbat. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Heißt Le Moshe. Also, der hat seine, als Akrostichon, sein Name Moshe, Heyman, Jedutun, Asaf und die 3 Kinder von Korach, Asir, Elkanah
war wie Asaf. Wo ist denn David bei den Zehn? David ist der Autor von diesen Zehn. Er hat genommen diesen Zehn und er hat sie gestellt und formuliert seine Wörter in ihren Gedanken. Er hat genommen ihre Kerne, was er hat bekommen, es ist Teile von Prophezeiung. Und er hat sie geschrieben. David war der Autor, der hat zum Schluss alle Kapitel zusammengestellt. Aber die Autoren von Worten bekommen die Nevuah, die Inspiratie, die... Was? Sie haben auch geschrieben, ja. Okay. Der hat das umformuliert. Der hat es umformuliert und genommen manchen Original, als sie haben gemacht. Okay. Noch eine Frage ganz kurz. Ja. 1,5 Stunden pro Buch oder alle 10? Alle 5. Alle 5. Alle 5. Gut. Das erste in die Geschichte, wo man erzählt über ihn, dass er hat gesagt, viel Tehillim und geworden reich, ist unser Vater Jakob. Also steht geschrieben in Talmud, dass Jakob hat die ganze Zeit gesagt, Psalmen 120 bis alle Shira Malot, 120, 21, 22, 23, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 bis 135. Wie beginnen alle diese 15 Psalmen? Sie beginnen, ich zitiere euch. Shira Ma'alot, 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 Halleluja. Halleluja. Ja. Ja? Warum 15? Was ist Shira Ma'alot? Shira Ma'alot heißt ein Stufenlied. Ma'alot heißt Stufen. In Bet HaMikdash zwischen Kodesh und Kodesh HaKodeshim war 15 Ma'alot, 15 Stufen. Dort sind gestanden professionelle Sänger zwischen 20 und 50 und haben gesungen, so wie die Engelschor, also die Besten in der Welt. Ihr könnt euch vorstellen, heute die... Drei Tenöre. Na, was Tenöre? Es gibt so bei die Schwarzen gibt so solche... Gospelchor. Wie heißen die? Gospelchor. Gospel, ja, diese Richtung. Da ist mir schon eher Richtung Leviten. Also, oder viele Chazanim, die richtig so... Das ist, ja, okay. Wer hat das gesagt? Jakob. Jakob hat gesagt, die ganze Zeit, Shira Ma'alot, Shira Ma'alot. Okay. Viele Jahre später hat man gebaut den Bet HaMikdash. Und im Bet HaMikdash war es so. Zuerst war das Tagespsalmen, der hat man gesagt im Bet HaMikdash. Hayom Yom Rishon B'Shabbat, Shebo Yu HaLevim Omrim B'Bet HaMikdash. Heute ist der erste Tag am Shabbat. Dass die Leviten haben das gesagt in Bet HaMikdash, im Tempel. Was haben sie gesagt? Am Sonntag haben sie gesagt, Lashem Aretzum Loa. Bestimmte Psalmen, was passt, diese Psalmen passt 35, passt für Sonntag, weil da wird gesprochen von Weltschöpfung. Am Freitag, Mizmor Shel Yom HaShabbat, weil das passt zum Shabbos. Also jeden Tag war Hayom Yom. Tagespsalmen, Tilim. Was passt? Ein Psalmen und das hat man gesungen. Leider, wenn das jüdische Volk sind zum Exil gefahren von Eretz Israel nach Babylon, hat man sie verbietet zu singen ihre Lieder. Und wir haben heute keine Lieder original von Bet HaMikdash, das was hat man gesungen, den Psalmen. Wir haben keine Ahnung, wie haben sie das es dort gesungen. Leider. Keine Melodie. Keine Melodie. Die Wörter haben wir, aber die Melodie... Es gibt einen Psalm in Al-Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu, also auf Babylon haben wir geweint, auf the River of Babylon. Ja, ja. Gut, aber das hat man nicht gesungen im Tempel. Ja. Nein. Das hat man nicht gesungen im Tempel. Dort sagt man dort,
Wie sollen wir singen Gottes Lied auf ein fremdes Boden? Also die Juden wollten nicht ihre Lieder singen auf fremdes Boden. Ich kann dir nur eins sagen, was steht in die Kabbalah-Schriften. Alle berührenden Lieder, die heute in die Welt gibt, die sind verlorene Funken von den Liedern, die verloren gegangen sind vom Beit HaMikdash. Ja. Wenn jemand ist ein Musiker und er hört irgendein Konzert und er ist ganz in Ekstase und er ist in Heire Neshome, soll er wissen, er kriegt Funken vom Beit HaMikdash. Er bekommt Funken von das, was haben die Leviten gesungen damals. Gut, also im Beit HaMikdash hat man jeden Tag gesungen ein Psalmenlied. Wenn, hat man wenn es war bestimmte Feiertage, Pesach, Schwur, Sukkot, welche Psalmen hat man gesagt? Hallel. Die Psalmen von Hallel. Musaf, Rosh Hashanah, 88, Mincha Gebet, 29, ganze Chanukka im Tempel, was hat man gesungen? Psalmen 30. Mizmor Shir, Chanukka Tabait le David, weil es gibt dort den Namen Chanukka und so weiter, beim jeden Korban Opfer. Also wir sehen schon die Entwicklung. David mit 10 Leuten haben geschrieben die Tilim. In Beit HaMikdash, es war eine Tagespsalmen und extra Psalmen für bestimmte Anlässe. Feiertage, verschiedene Korbanot und verschiedene Zeremonien. Wenn es war eine Zeremonie, wo hat man Wasser gegossen, hat man gesungen dieses Lied. Wenn hat man Wein gegossen, hat man gesungen dieses Lied. Und gibt es in Talmud genau eine Liste, was passt zu jedem Anlass. Leider, der Beit HaMikdash ist zerstört. Und die Melodie ist verloren gegangen. Was haben gemacht die letzten Propheten? Die 70 große Versammlung, die haben gemacht Gebete. Was haben sie gemacht in die Gebete? Sie haben in die Gebete mindestens den trockenen Text von Tilim, von Psalmen, was hat man gesagt, in Beit HaMikdash reingefügt und in unsere Sidur. Das heißt, kommt rein zum Beispiel Freitagabend. Wie beginnt man Freitagabend? Mit 6 Psalmen. Für jeden Tag der Woche ein Psalmen. Nach diesen Psalmen, was macht man dann zum Schluss? Lechadodi. Das heißt, diese Psalmen sind einfach parallel zu dem, was war damals. Wenn einer betet heute Morgen Schacharit, beginnt er mit Psuke de Simra. Er sagt Psalmen von unseren Weisen. Das, was hat man gesagt in die alten Zeiten in Beit HaMikdash. In Beit HaMikdash waren nicht die Texte von dem Sidur so wie heute. Es war nur, hat man nur gebetet, Tilim. Deshalb, warum Tilim ist so stark? Weil in die Zeiten, wo die Juden waren echt verbunden mit Gott, in eine offene Sprache, in welcher Sprache haben wir mit ihm kommuniziert in wahren Momente? Mit Tilim. Das heißt, die einzige Sprache, wo Hashem hat uns gehört in die Zeiten, wo unsere Beziehung war noch in die erste Ehe, in die zweite Ehe. Dreimal am Tag? Es war Korban shel Shacharit, Korban shel Ben Arbaim und die verbrennende Opfer bei Nacht. Jeden Tag. Jeder Mensch dort oder nur die Kohanim? Nur die Kohanim. Aber jeder Mensch, der kam zu dort, hat gebetet. Das heißt, heute praktisch, wenn ein Mensch hat Zores, Probleme und er betet, er macht eine Mitzwa von Torah. Die Mitzwa zu beten ist, wenn man hat Schwierigkeiten und bittet an Gott. Das ist die Haupt. Zu beten heute regelmäßig dreimal, das ist eine Mitzwa mit der Rabbanan. Es gibt Diskussionen zwischen Ramban und Ramban, aber wenn ein Mensch hat Zores und er nimmt Tilim und er davent zu Gott, er macht eine Mitzvah genauso wie zu legen Tfilin, genauso wie zu legen Mesuza, genauso wie zu schaukeln Lulev, genauso wie zu bloßen Schäufer. Weil wenn es gibt Zarot und ein Mensch betet in die Sprache von Beit HaMikdash, ist er automatisch verbunden in die Mitzvah und lauf dort bechol levavchem. Ata ose Mitzvah mit Deoraita, du machst eine Mitzvah von Torah. Okay. Steht geschrieben in Talmud, wenn es gibt Chas v'Shalom Probleme, so wie Dürre
Und es ist schon Tevet, Monat Tevet. Also Tevet, was ist Tevet in die weltliche... Bis vor einem Monat zurück. Wir sind jetzt Schwad, Adar. Dezember, Januar. Bis, wenn es bis Januar noch keine, Ende Januar noch keine Regen, nimmt man dem ganzen Gemeinde und geht man in den Friedhof und man sagt dort Tilim. Es gibt auch eine Liste, welche sagt man. Maimonides sagt, warum geht man in Friedhof? Um unser Herz zu brechen und uns Simulation zu machen, was kann mit uns passieren, wenn wir nicht jetzt wirklich vom Herz beten. Also Rambam ist in der Meinung, dass dem Grund, wenn du gehst in die Synagoge, da siehst du einen Freund, da siehst du der, also du bist abgelenkt. Aber wenn du kommst zum Friedhof, was siehst du? Die Wahrheit von der Welt. Also wenn wir nicht zum Essen haben und wenn es wird sein eine Epidemie, wenn die ganze Welt wird untergehen, Chas v'Shalom, in eine Gefahr, wollen wir nicht. Wie kann man die Menschen erwecken, wirklich zu einem tiefsten, sinnlichen, besinnigen Gebet? Man nimmt die Leute in den Friedhof und im Friedhof sehen sie die Verstorbenen und sie sagen, wenn ich werde nicht beten, wir werden alle um unser Leben, wir werden alle hier kommen. Und da stehen die Leute und beten Rachmim und beten, das ist die Meinung von Maimonides. Verstanden? Ja. Also Maimonides ist in der Meinung, warum geht man in den Friedhof? Nicht, weil man braucht die Verstorbenen zu denen zu beten. Wir brauchen die visuelle Simulation, um unseren Herz ein bisschen mit Kavana zu beten. Weil wenn man trifft sich in einer anderen Räumlichkeit, es ist nicht so, der Mensch ist eine visuelle. Er braucht irgendeine er braucht Motivation auch, aber er braucht Bilder, um sein Herz zu aufzuwecken. Ja, okay. Kommt der Baal Shem Tov und der Baal Shem Tov sagt nein. Wir gehen in den Friedhof, nicht um unseren Herz zu stimulieren, wir beten für diejenigen, die nicht mehr mit uns. Sie sollen die Tzadikim für uns sein, Melitze Joscha, fürsprechen. Und er gibt einen sehr interessanten Beweis. Als das jüdische Volk sind rausgegangen von Mitzrayim, sie konnten nicht den Meer überqueren, ohne die Leiche von Josef. Das heißt, Jiden ohne Verstorbenen haben keine Kraft. Wir ohne unseren Ahnen, Vorfahren, wir haben keine Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Wir müssen immer beziehen. Wie beginnen wir jeden Gebet? Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, Umkeyem Emunatoli, Sheinei Afar, dass Gott verspricht seine Wörter zu den Verstorbenen. Gleich, jeden 18 beginnen wir gleich. Und es steht geschrieben in Psalmen, Geffen mi Mitzrayim Tassia. Als König David beschreibt, wie war der Auszug von Ägypten, er sagt, du hast Josef wie einen Weinstock mit uns rausgebracht. Was ist Weinstock? Was ist Weinstock? Weißt du? Immer wieder neues Leben. Nein. Weinstock ist ein Baum. Der hat keine eigene Kraft zu wachsen. Er braucht immer noch einen teuten Stock neben ihm zu legen auf dem Boden. Und man legt den Weinstock auf dem teuten Stock. Ja. Und dann kann er wachsen. Jetzt, der teute Stock lebt oder lebt nicht? Das denkt ihr. Ein Beweis, dass er lebt, dass der Weinstock kann nur über ihm groß wachsen. Wir können nur groß wachsen, wenn wir uns beziehen auf unseren Vorfahren, wenn wir uns auf unseren Abba, Ima, Saba, Safta, die haben alle für uns gebetet,
Und sie hatten nicht immer das schönste Leben gehabt. Ihre Dividenden kommen zu uns zugute. Und in dem Moment, wenn wir animieren, Zchutavot, wir sagen Hashem, wir haben wenig Zchuyot, wir haben wenig Verdienst. Aber guck mal unsere Vorfahren. Sie waren dir treu, sie waren dir loyal. Wir gehen in den alten jüdischen Friedhof in Frankfurt. Wer liegt dort? Die Mutter von Chassam Sofer. So eine Tzadika. Gelebt 90 Jahre. Heilige Frau. Die hat sich gewaschen und gekleidet vor ihrem Tod und dann gestorben. Hast du schon sowas gehört? Das gibt es selten in der Geschichte. Pnei Joshua, Bala Afloe, Rabnosen Adler, Maram Shiv, große, große Tzadikim. Wenn wir gehen in den Friedhof, haben wir die zwei Meinungen zusammengeknüpft. Eins, für Leute mit Rational, verstehen das, was sagt Maimonides, es sollte uns sozusagen erwecken. Für Leute, die brauchen ein bisschen emotionale Erklärungen, sollen sie verstehen, dass wenn wir beten, unsere Vorfahren sind dabei. Deshalb, bis heute, es ist ein Brauch, immer wenn jemand heiratet oder hat einen Bries und alles, muss man nehmen eine Einladung und legen auf dem Grab von Vorfahren. Das ist eine Sitte, das machen wir bei meiner gottseligen Mutter, das machen wir beim Reben. Immer wenn es gibt eine Simche, nimmt man eine Einladung und legt man auf dem Grab und die Leute von anderer Welt kommen und nehmen teil bei der Simche. Was heißt das? Ich gebe dir ein Beispiel. Was passiert, du machst ein Simche? Und einer von deinen Freunden kommt zu der Simche, aber er ist heute nicht gut drauf. Warum ist er heute nicht gut drauf? Weil er hat Zorres. Und er sitzt mit seinem Körper auf einem Stuhl in dem Saal, wo hast du vorbereitet. Er ist gekommen zu deiner Simche oder nicht? Nein, obwohl er sitzt. Aber stell mal vor deine Großeltern, die haben nicht genommen einen Stuhl. Die sind ja gekommen. Verstehst du den Unterschied? Also diejenige, vor ein paar Jahren habe ich so geschrieben, einen Artikel, dass die Vorfahren kommen von der anderen Welt zu dieser Welt. Einer aus Israel hat mir geschrieben, kannst du mir Beweise geben? Wo steht das in den Schriften? Habe ich ihm eine ganze Liste von Beweisen gegeben. Dann frage ich, warum interessierst du dich? Sagt er, in 3 Monaten mache ich eine Hochzeit meiner Tochter. Und die Ärzte geben mir 2 Monate. Und ich wollte wissen, dass ich bin wirklich dabei. Habe ich ihm gesagt, du bist dabei mit dem Körper. Und falls Gott wird anders entschieden, du wirst auch dort sein. Also er hat gelebt. Also er hat erlebt. Habe ich gesagt, tu mir einen Gefallen, melde bei mir, dass du hast gelebt, die Hochzeit. Dass der Mensch weiß, dass die Neshom erlebt, ist eine Trost. Also, der Baal Shem Tov sagt, die Emune Pschute bei der Rebischter, die einfache jüdische Glaube ist, mit der Kapitel Tilim kann man umwandeln die Zore zu Zohar. Zara, schreibt man auf Ivrit, guck mal, das ist Zara. Zara, weißt du, was ist Zara? Zores, Engschaft. Zohar bedeutet ein Fenster. Das ist Zohar. Ja? Sagt der Baal Shem Tov, wenn einer sagt Tilim, er kann drehen die Buchstaben von der Zore zu Zohar. Hashem wird ihm geben, eine Möglichkeit rauszukriechen von seinen Problemen. Und deswegen geht er zu jemandem, der zu dem jeweiligen Problem passt, oder? Das ist das nächste Thema, genau. Deshalb gibt es ein Buch vor 1000 Jahren. Dieses Buch heißt Shimush Chachamim, Shimush Tehilim. Also wie nutzt man die Tehilim? Sozusagen, so wie ein Doktor lernt Medikamenten. Es gibt so Kabbalisten und es gibt so ein Buch, das kann man auch im Internet gucken. Das heißt Shimush Tehilim. Wie nutzt man den Tehilim? Und dort siehst du vom Aleph bis 150, was zu machen und wie zu beten. Wenn du fährst mit einem Schiff
oder du bist jetzt in einer Gefahr und es gibt große Wellen. Und es gibt einen Sturm, sagt Kapitel 1. Wenn jemand von deinen Verwandten oder Menschen, die du liebst, die sind in Zorres und in Engschaft und du kannst ihnen nicht helfen und du willst etwas von denen tun, sagt Kapitel 20. Wenn dein Herz ist voll mit Dankbarkeit, aber du bist voller Ängste, dass die Dankbarkeit wird schnell fallen. Also gibt es so eine Angst, die sehr, man redet nicht viel darüber, aber ein Mensch hat in sich so manchmal eine Bitte von Hashem, soll so bleiben, damit kann ich gut leben. Soll er sagen, Kapitel 100. Soll sein alles 100%. Und was ist Kapitel 100? Mismorle Toda. Es gibt ein Psalm, also so sagt er für jeden, wenn einer hat Angst von Nacht, von Dämonen, von psychischen Störungen, von Ängste, von Panika, vom Tod, hat Angst zu sterben. Es gibt Menschen, die haben Meure, jeden paar Tage, dass sie nicht aufstehen morgen früh. Sollen sie sagen, Kapitel 91. Deshalb, beim Schma Israel, bei Nacht, wenn man geht schlafen, welche Psalmen sagt man? 91, weil bei Nacht gibt das Ängste. Verstehst du? Also, nach diesem Buch, Shimush Tehilim, gibt es bestimmten Sachen zu sagen. Wenn jemand hat nicht Geld, hat nicht kein Parnasse, was soll er machen? Welche Psalmen soll er sagen? 23. 23 ist der Psalmen, was spricht über Sicherheit und Ruhigkeit bei die Parnasse. Deshalb die Kabbalisten, Rav Moshe Cordovero, wie hat er begonnen zu essen? Kapitel 23. Gesagt, Kapitel 23, und dann hat er begonnen zu essen. Okay. Ich will euch eine chassidische Geschichte erzählen. Das ist der fünfte Lubavitcher Rebbe. Ein Tag kommt er zu einem Dorf und er geht, klopft und zwei kleine Kinder öffnen ihm den Tür und er fragt, wer ist da? Sie sagen, Papa ist nicht da und Mutter kommt bald. Gut. Der Rebbe hat gesagt, kennt ihr schon Tilim Sorgen? Sagen sie ja. Und der Rebbe Maharasch ist gestanden mit den zwei Kindern und gesagt Tilim. Und die Mutter guckt von der Küche. Sie hat verstanden, wenn der Rebbe ist gekommen zu denen nach Hause, zu sorgen Tilim mit den Kindern und es ist schon Nacht und Papa ist nicht zu Hause, etwas taugt nicht. Gut, wo ist der Papa? Ah, und dann, nachdem der Rebbe ist weg, die Mutter hat wieder Angst bekommen und sie, was soll man machen, wenn man weiß nicht, was zu tun? Sie hat gesetzt mit den Kindern und sie hat gesagt, weiter, Tilim. Der Papa hat Schulden gehabt bei einem Goy, aber ein Rusche, ein richtigen, es gibt gute Goy und es gibt Zores Goy, also wie bei jedem Menschen. Und das war eine schlechte Goy. Und er ist zu ihm gekommen, zu nehmen seine Schulden zurück. Und er hat gedacht, warum soll ich die Schulden jetzt bezahlen? Ich werde ihm erledigen. Und Shalom, er hat genommen den Jid, hat ihn gefesselt. Und der Jid hat gesagt, ich war so klein und so schwach und er war so ein Schlobat, so eine richtige Größe. Aber da kam plötzlich seine Frau. Und seine Frau war eine gute Bauerin, so eine feine Frau. Und ich habe ihr gesagt, lass mich frei. Ich werde euch nicht petzen und es wird alles geklärt sein und ich verzichte auch auf ein Geld. Ist alles okay, soll man mir nicht nur nicht hergenommen. Und er ist weggelaufen und er hat sich irgendwo versteckt. Und nicht nur versteckt, der hat gebracht Hunde zu suchen. Und dann sagen die Kinder, Papa, es war dreimal haben wir heute gesagt, Elim.
Einmal, sie hat dich befreit von dem Fesseln. Zweimal, er ist nach dir gelaufen mit dem Axt. Und drittes Mal, der Hund konnte dir... Dieses Buch ist gedruckt. Ich war 12 oder 11, hat man dieses Buch gedruckt. Wer hat es geschrieben? Das Buch? Rav Burkis. Es gibt einen Rav in Lud und der hat entschieden, dass bei jüdischen Literatur für Kinder gibt es viel zu wenig. Seine Frau das geschrieben? Seine Frau, der? Er. Und er hat genommen ein super. Er ist der Chef von diesem Verlag. Das Buch hat geschrieben Bella Golombovic. Seine Frau. Eine Frau vom Fachabad. Ja, ich habe sie getroffen. Bella Golombovic? Ja. Mag sein? In Odessa, bei Pessa. Sie hat, mag sein? Ja. Sie hat mir gesagt, sie hat alle diese Bücher geschrieben. Denn das ist Bella Golombovic. In Lod, oder? Ja. Ja, ja. Also das ist sie. Ja. Also was sie... Was, sag ihr liebe Grüße, sag ihr, haben wir gelernt, ein Buch von ihr. Gut. Wir lernen weiter. Der Lubavitcher Rebbe sagt, Tilim sagt man nicht bei Nacht, bei normalen Fällen. Du hast es noch nicht gesagt, warum beim Friedhof zu gehen, bei den Leuten gehen. Habe ich gesagt. Einmal, um uns zu Emotionen zu bringen. Ja, aber man geht auch dort auch zu den Leuten zu gehen bei den Problemen, oder nicht? Wenn du hast ein medizinisches Problem, gehst du zur Genauso wie es gibt bestimmte Psalmen, wo die sind gut für bestimmte Sachen, genauso gibt es bestimmte Tzadikim, wo jeden Tzadik ist bekannt, dass bei ihm ist ein anderer. Ja, das ist Bella Golombovic, tatsächlich. Ich kenne sie, wow! Die Welt ist klein. Unglaublich! Mach ein Bild von diesem Buch und schick ihr. Sie wird sich freuen ohne Ende. Seine Mitzwe, sie ist eine Frau, die lebt alleine. Und ich glaube, ihr Mann ist nicht. Mach ein Bild, mach ein Bild. Wow. Er hat Kontakt überall, ich habe schon Angst. Tatsächlich, Bella Golombovic, ja? Ich habe sie gut, also. Genauso wie Tehillim. Jeden Psalmen hat einen anderen Wirkung, einen anderen Stoffe. Feinstoffe oder harte Stoffe. Genauso gibt es Tzadikim, wo jeden Tzadik seine Persönlichkeit ist gut für bestimmte Sachen. Die Reza Lesäufer, wo wir waren hier in Frankfurt, sie ist berühmt zum Beten für Leute, die glauben an böse Augen. Menschen, die glauben an böse Auge, und sie hat geglaubt, diese Rebbezin, Reselsäufer, wo wir waren zum Beten, sie hat geglaubt, weil sie war 4 Jahre ohne Kinder, und sie hat gesagt, jemand hat mir böse Auge gemacht, und deshalb bin ich nicht schwanger, und später hat sie ihr Kind versteckt zu Hause, und sie hat ihm von Frankfurt auch gesagt, soll er nicht zurückkommen, dass Menschen sind manchmal neidisch und eifersüchtig. Also ihr Grab ist bekannt für böse Auge und für Leute, die haben keine Kinder. Es gibt ein Grab von Rabbi Jonathan ben Uziel. Dort ist der wichtigste Grab in Israel für Shiduchim, zu heiraten. Leute, die haben Probleme mit... Frau Dosse geht zur Rutsche. Nein. Mit administrativischen Behördenprobleme, so wie Gefängnis oder solche Sachen, wo ein Mensch hat Meure, soll etwas passieren. Soll er gehen nach Worms, zu dem Grab von Maharam von Rothenburg. Der saß selbst im Gefängnis 7 Jahre. Also es ist bekannt in der jüdischen Welt, für jeden bestimmten Sache geht man zu einem bestimmten Tzadik. Jeden Tzadik hat seine Wirkung. Es gibt ein Tzadik, wo er sozusagen... Man nennt ihn dem deutschen guten Advokat. Das ist der Baal Shem von Michelstadt. Mhm. Reb Zekel Leib. Bei ihm sagt man, zu kommen und zu sagen nur eine Bitte
Und er ist wie ein guter, ordentlicher Advokat. Weißt du, gibt es so anständige Rechtsanwälte von Deutschland, wo sie nehmen die Papiere und bis die Sache hat sich nicht erledigt, die sind nicht ruhig. Der hat so einen Ruf, dass er ist ein guter Fürsprecher für alles, aber für eine Bitte. Der Ohel, der Grab von der Lubavitcher Rebbe, ist ein Wunder für alles. Menschen kommen für alle Sachen und sie reden dort und sie beten dort und sie schreiben ein Quittel zum Rebbe. Und beim Rebbe ist die Besonderheit an sein Grab, ist, dass der Rebbe wird finden, einen Weg, dir eine Antwort zu geben. Wenn du gehst zu Reza Lesäufer oder zu Jonathan Ben Uziel oder zu Baal Shem von Michelstadt, du kommst nur für ein Gebet. Aber du hast nicht jetzt einen Zweifel oder eine Frage, soll ich leben in Deutschland oder in Norditalien? Gut, Norditalien jetzt ist nicht gut. In Deutschland oder in Israel? Ein Mensch weiß nicht. Und er will, soll Hashem soll ihm geben eine Tipp. Nicht ein Tipp. Ein klares Zeichen, nicht ein Hinweis. Siman Barur, es gibt Remes, das ist Hinweis. Hinweis schickt Hashem jeden. Aber manchmal siehst du eine 100%. Also, und zum Beispiel beim Grab von Lubavitcher Rebbe, die Leute sagen, dort bekommt man eine Antwort. Ich erzähle euch eine Geschichte. Wahre Geschichte, die habe ich diesen Freitag gehört. Ich war in Cell 70 in der Synagoge von Rebbe. Treffe ich einen Freund, den habe ich ihm nicht gesehen, bestimmt 26 Jahre. Heißt Avi Kadosh. Er erlaubt mir, die Geschichte zu erzählen, sonst werde ich euch nicht erzählen. Avi, manchmal, wie geht's? Wo lebst du? Was tut sich? Sagt er, ja, ich lebe in London. Sag ich, du? Was hast du zu suchen in London? Sagt er, ich bin verheiratet mit einer Frau aus London. Und Avi Kadosh ist Faradi, Marokkai. Und wie ihr wisst, in London ist nicht viel von Marokko. Sag ich, wie kommst du zu einer Frau von London? Sagt er mir, ich erzähl dir. Ich war schon 30 Jahre und noch nicht verheiratet. Alle meine Freunde sind schon verheiratet und mit Kindern. Und einmal hat er getroffen einen Freund von uns, Menachem Prus. Und Menachem hat ihm gesagt, geh zum Rebbe, zu seinem Ohel und weine auf dem Kevel. Soll der Rebbe soll dir schnell helfen. Sagt er, ich bin gegangen zum Grab von Rebbe, habe ich gebetet, habe gesagt, Rebbe, warum ich? Ich bin schon 30, ich will heiraten, warum soll ich bleiben? Alle sind schon verheiratet. Sagt er, zwei Tage später kommt zu ihm eine Frau, sagt, es gibt hier eine super Mädel, sie ist 26 Jahre alt, sie kommt aus England, Familie Resl, super Mädel. Sagt er, ja, yes, sie freut mich sehr, aber ich kenne nicht Englisch. Ich kenne ein paar Wörter, also sagt er, vielleicht kann sie Hebräisch. Sagt er, ja, sie kann ein bisschen Hebräisch. Sagt er, wir haben uns getroffen. Wir konnten nicht mehr reden als anderthalb Stunden. Also mit Händen und Füßen und Sidur und Übersetzungen und irgendwie. Gut. Bei Chassiden, wenn ein Junge und ein Mädel daten, beide müssen nach dem Date anrufen dem Schatran, der Vermittler, und sagen, Report, wie es war. Beide rufen an und sagen dieselbe Satz. Wir konnten uns nicht richtig kommunizieren, aber wir mögen uns sehr und wir wollten weiter treffen. Dieselbe Wörter. Gut, haben sie getroffen. Zweiten Mal, dritten Mal, zum Schluss haben sie entschlossen zu heiraten. Gut. Die Älteren haben sich getroffen. Die Älteren sagen, Hochzeit in Israel. Was will die Frau? In England. Sagt er, was in England? Wer soll kommen? Wer soll kommen nach England? Also alle meine Freunde sind in Israel, in Kfar Chabad und verteilt und alles. Das ging eigentlich zum Rebbe. Noch einmal gebetet. Ich sagte, Rebbe, wenn es Hochzeit in London, mach bitte eine Wunder, so ein paar von meinen Freunden kommen. Gut, die Hochzeit beginnt.
sitzen dort 20, 30 Leute, alle von der Seite von der Frau. Von ihm ist niemand gekommen. Keiner. Und er hat gesagt, der Rabbiner, zwei meiner Freunde, die haben zugesagt, werden Zeugen, Edim sein. Das war eine Minute vor dem Unterschreiben, öffnet sich die Tür, kommen 15 Freunde aus Israel. Israelis, sie haben spaziert, sie haben verspätet. Sie haben spaziert in London. Sie kamen spät und es war eine riesige Hochzeit. Gut, wir haben geheiratet, 4 Jahre, keine Kinder. Was macht er? Geht er wieder zum Ohel. Gebetet in Ohel. Und Gott hat ihm geholfen, es ist geboren ein Mädel. Kurze Zeit nach dem Mädel ist sein Schwiegervater gestorben. Gekommen noch ein Mädel, kurze Zeit später Schwiegermutter gestorben. Too much, oder? Zu verlieren Schwiegervater, Schwiegermutter. Einmal war er beim Rebbe und hat gebetet und gesagt, Rebbe, gib mir ein Signal, was soll ich machen? Und dann, wenn er kommt raus, sagt seine Frau, was sollen wir ändern in unserem Leben? Sagt sie, wir gehen leben in London, nicht mehr in Israel. Sagt er, da habe ich gesehen, wie der Rebbe gibt mir eine Antwort. Die Antwort kann auch sein, durch meine Frau. Das heißt, bei dem Grab von Rebbe kann sein auch eine klare Hinweis, was soll man danach machen. Okay. Gehen wir weiter. Es gibt einen Rabbi, dieser Rabbi heißt Rabbi Nachman von Breslau. Rabbi Nachman von Breslau meint, dass alle Probleme heute in der Welt, dass die Menschen sind nicht gesund, dass die Menschen haben Probleme in der Ehe, dass die Menschen haben nicht genug Geld oder verlieren oder haben Ängste, dass sie nicht gut umgehen mit ihrer Brit Mila, dass sie nicht umgehen gut mit ihren heiligen Sachen. In den alten Zeiten, wenn jemand hat sich verschiedene unkoschere Sachen in diesem Bereich gemacht, das waren viele Tikkunim. Er musste fasten und er musste, sagt Rabbeinu Nachman von Breslau, heute leben wir in einer Welt, wo Menschen können nicht mehr auf den Schnee sich oder gehen in Mikwe 100 Mal oder so. Er hat gemacht ein Psalmenrezept. Dieser Psalmen heißt Tikkun HaKlali. Wenn du diese 10 Psalmen sagst, alles, was hast du in diesem Bereich koschere Energie sparen, ob es ist mit jemand oder alleine, ihr versteht schon, was ich meine. Alles in diesem Bereich, wenn du sagst, diese 10 Kapitel, du bist ein Zadig wie ein Baby. Du musst das nur, was lachst du? So hat Rabbi Nachman gesagt. Und er sagt, du musst sagen, den Psalmen 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 und 150. Fragst du mich warum? Weiß ich nicht, ich bin nicht Rabbi Nachman. Aber der hat gewusst, dass diese Tikkun HaKlali enthält alle 10 verschiedene Rezepten in alle Wörter von Teilin, Teila, Nitzuach. Versteht ihr, was ich meine? Er konnte als Tzadik das alles und dann. Was guckst du, Tikkun HaKlali? Gefunden? Was steht geschrieben? Bei 16 jetzt erstmal. Psalm 16. Ah. Das war das erste, was ich gemerkt habe. Ja, aber guck mal, was steht geschrieben bei Tikkun HaKlali? Schreib mal Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali. Aber interessant, auch Reb Chaim Falaji, auch Reb Aaron Rata. Schade, dass Roland ist heute nicht da. Aaron Rata, Roland, dein Liebling von Shomrei Emunim. Aaron Rata ist ein großer Tzadik von Shomrei Emunim. Der Rebbe von Satmer, alle sagen zu sagen diese... Hast du gefunden, Tikkun HaKlali? Was steht? Ich habe nur das Buch gefunden. Nein, aber steht nicht geschrieben, die Erklärung, was ist das? Moment. Englisch. Nun lese auf Englisch, wir verstehen auch Englisch.
It helps recitify all sins. Tikkun HaKlalim. Recitifies all sins. In Englisch ist alles süß. Stimmt, in Englisch ist ohne Sünde. Recitified all. Ja. So. Was sagt er? Tikkun HaKlalim may be said by men and women alike. Paraphrasing the Zohar, Reb Gedalia Kenig. Ja, das eine von Breslev. Remarked, the Pasuk states Lo Sinu. Lo seunel la tzadik kol aver. No evil shall befall you. This alludes to the man. Venega lo yikrav beolecha. Und keine Epidemie, kein Problem wird zu dir nicht kommen. The concept of tikkun habris may not apply to women in the same way as men, but the concept of the kedusha surely does. So. Okay, also das Wort Kedusha, habt ihr verstanden? Yeah. Er sagt, alle Probleme kommen, weil der Mensch passt nicht auf seine Kedusha, auf seine Heiligtum. Und anstatt zu suchen, ein Kapitel der Gut für Dankbarkeit und eine für Ängste und eine, er sagt, nimm diesen 10 Kapitel und es gibt sogar einen Sänger, der heißt Erez Yechiel, Asfardischer. Und er singt alle 10 Auf YouTube, ja! Du, ich war in Wien, alle bucharische Juden in Wien, viele davon sitzen im Auto, haben Tikkun HaKlalim von Erez Yechiel, können schon langsam mitsingen. Sag ich, was sündigt ihr euch so viel, ihr braucht so viel Tikkun HaKlalim, aber man braucht nicht zu lachen. Super, ist eine gute Sache. Guck mal, Tikkun HaKlalim, Erez Yechiel. Hast du alle 10, der singt, aber da muss man lieben, diese Musik. Sie ist wirklich sehr orientalisch. Okay. Ohne Werbung. Das ist das? Okay. Ist egal, okay, lass. Ich werde einen Klick unter diesen Film legen von diesen 10 Liedern, falls jemand will, dass im Auto die ganze Zeit singen. Okay. Ja. Psalmen kann man ja auf Deutsch lesen. Das ist eine Frage. Okay. Ich habe gesehen nur einen Brief von Rebbe, dass der Rebbe schreibt eine Frau wegen Kapitel 23. Der Rebbe sagt, das kannst du auch lesen in Französisch oder in jeden andere Sprache, die du willst. Über andere Psalmen habe ich nicht gehört, dass man sagt in fremde Sprache. Deshalb ist es besser zu sagen in Tehilim und vielleicht noch eine Trost, schriftliche Torah, wenn man sagt, auch ohne zu verstehen, ist eine Mitzwe. Mündliche Torah, wenn du sagst Mishnayot, es war auch eine Frage, warum gerade Tehilim und nicht andere Sachen. Weil andere Sachen muss man verstehen. Aber schriftliche Torah, wenn du liest, auch ohne zu verstehen, du sagst nur die Psukim, und soll ich dir was sagen? Auch diejenigen, die reden Hebräisch, verstehen nicht den Tilim. Der Tilim ist so eine schwierige, poetische Prophezeiung, Sprache, die sehr, also außer Kapitel 23 soll man Liebe sagen in Lashon HaKodesh, in dieselbe Sprache, wo Hashem hat gesprochen. Heute ist kein Problem, hast du überall die Translation. Man kann ja einfach für sich die Übersetzung lesen, um zu verstehen, worum es da geht. Das ist noch besser. Wow, kol hakavod. Aber außer Kapitel 23 habe ich nicht gefunden. Ja. Okay, ich will jetzt den Fragen langsam beantworten. Was bekommt einer, der sagt Tehilim, warum Tehilim ist so kräftig? Sagt der Rebbe Tzemach Tzedek, jede Krankheit hat eine bestimmte Heilung von bestimmten Gras. Es gibt in die Gras, gibt alle Medikamente, das gibt in dieser Welt. Noch man kennt nicht alle. So steht in Talmud in Baba Batra 76. Und die Tiere, die gehen weiden, manchmal können sie selbst heilen ihre Krankheiten, weil sie nehmen die richtigen Gräser. Tilim ist unseren
Weideland, wo wir beten. Und wenn wir wissen genau, welchen Grasgräsen zu nehmen, wir werden geheilt. Deshalb, ich werde beginnen mit einer klaren Aussage. Jeder soll beginnen jeden Tag mit einem Psalmen von seinem Lebensjahr. Aber ein Jahr nach vorne. Wie sagt ihr? Wie geht zum Beispiel, wenn einer ist 48, soll er sagen Kapitel 49. Weil er will jetzt leben dieses Jahr. Wenn ein Kind ist jetzt, unser Sohn, wo wir für ihn jetzt beten, Eliyahu Orel Noach Ben Yehudit, welche Kapitel sagen wir für ihn? Kapitel Aleph. Nicht zwei, Kapitel Aleph. Weil er ist noch, wenn er wird ein Jahr, sagen wir schon Kapitel 2. Ich kann euch sagen, eine von den schönsten Sachen, was gibt heute im Smartphone, ist Familie Tehilim Applikation. Was ist das? Frag meine Frau, sie hat Smartphone und sie hat Tehilim Applikation. Sie stellt alle Psalmen von ihrem Mispoches, von der Familie, von ihr, von ihrem Mann, von ihren Kindern, von Eniklach, von Schwiegersohn, von Schwiegertochter. Und sie investiert jeden Tag Viertelstunde, 20 Minuten. Und sie sagt Psalmen für alle Menschen, die dir wichtig. Nach den Jahren. Nach den Jahren. Und da in die Applikation hast du auch Geburtstag. Und wenn es wird Geburtstag, was ist passiert bei dem Geburtstag? Änderst du dem Kapitel von deiner Mispoche. Also das ist die erste Sache. Ich sage jeden Morgen meine Kapitel. Wie fragt man Ayid Edel, wie alt bist du? Welche Kapitel Tilim sagst du? Ja? Also ich sage Kapitel 49. Ich sage Kapitel 49. Warum nein? Du bist 49. Ich bin 48. Aber ich sage in dem Kapitel 49, man sagt ein Kapitel nach vorne. Ich bin geboren 71. Du bist 71, okay, gut. Okay. Und anstatt zu sagen jetzt Kapitel 48, sage ich Kapitel 49. Wenn ich werden 49, Bezrat Hashem, dann werde ich beginnen Kapitel. Ja, und ihr habt 150. Dann beginnt man noch einmal vom Anfang. Also, aber das heißt, ich habe gerade geguckt, bei mir stehen nur die Tehillim einfach die Nummer. Es gibt noch so Apps, wo man nachgucken kann, welche. Frag Rani, sie sagt dir gerne, sie hat eine Applikation und für jeden kommt auch sein Geburtstag und Tehillim-Kapitel und so macht sie die ganze Familie und die Menschen, die ihr wichtig. Und sie braucht nicht zu blättern jeden Tag und alles. Sie sitzt ein paar Minuten, betet. Alle sind drinnen, eine hat Geburtstag, wird der Kapitel automatisch. Ich glaube, das ist eine von den schönsten Sachen, was es gibt heute in dem Smartphone. Kapitel 5. Und der Frediker Rebbe. Okay, machen wir. Mach ich. Blinde da. Schick ich euch. Der Frediker Rebbe hat gesagt, dass zu sagen, die Kapitel von den Kindern. Das ist die beste Sache, was Eltern können machen, um nachher zu schöpfen von den Kindern. Also jetzt habt ihr ein klares Rezept. Ja, meine Frau macht das auch. Oh, nur Gott sei Dank, dass die Frauen... Ja? Kolakavod? Ja, das ist nachher von den Kindern. Also jeden Tag... die Bobes, die Omas früher, hatten so Zetterlach immer gehabt. Bei jedem Enkelkind und alles mit Namen und alles. Aber heute mit diesem Smartphone, ich sage mal, hey, hast du alles heute auf eine Klicke und du kannst die ganze Mispoche, ja, gut. Jetzt will ich euch zum Schluss lesen, das, was sagt der Rebbe über Tehillim. Habt ihr? Das soll ich geantworten, warum man nachts nicht lesen kann. Weil nach die Kabbalisten... Diese Medikamenten können bei Nacht erwecken, genau das Gegenteil von das, was wir erwarten. Aber wenn die Lage ist schon so schlimm, ja. Emergency, macht man auch bei Nacht. Wann geht man zum Doktor? Normalerweise? Tagsüber. Notfall und Nacht. Not genau, das ist genau die Beschreibung auf Tilim. Okay. Wenn ein Mensch hat bei Nacht irgendeinen Notfall, soll er sagen Tilim. Also wenn du kommst nach Jerusalem bei Nacht zum Klagemauer, kannst du ruhig öffnen Tilim und sorgen
Und das ist okay. Und man sagt nur die von seinem Geburtsjahr, oder gibt es noch einen speziell für Vornamen oder so? Wenn man will zum Beispiel beten für ein Kind, dann ist gesund, soll man sagen Kapitel 20. Kapitel 20 ist sehr populär zu sagen für Menschen, die man helfen will und man weiß nicht wie. Also hier habe ich Tehillim. Ich schlage jetzt Kapitel 20. Wie heißt die? Hier, Moment. Tehillim, hier Kapitel 20. Muss ein geliebter Mensch oder ein Verwundeter leiden, selbst an einem weit entfernten Ort, wo man ihm nicht helfen kann, sollte man dieses Gebet in seinen Namen sagen. Okay? Also, versteht ihr, was ich meine? Also steht bei jedem Kapitel, für was ist das, für was ist das gut? Am Ende die Zusammenfassung. Genau, aber bei jedem Kapitel steht immer geschrieben, für welchen Kapitel, verstehst du, was ich meine? Ja. Gut, lass uns jetzt das lesen. Wenn ihr nur wusstet, habt ihr? Sagt der Tzemach Tzedek, das ist der dritte Lubavitcher Rebbe, was die Kraft von der Verse der Tehillim ist und ihre Wirkung in den höchsten Himmeln, so würdet ihr sie ständig rezitieren. Wisst, dass die Kapitel der Tehillim alle Grenzen durchbrechen. Sie steigen ungehindert immer höher und noch höher und werfen sich nieder in dem Flehen von dem Meister aller Welten und erreichen ihre Wirkung mit Güte und Erbarmen. Nun, schwarz auf weiß, wenn ein Mensch hat nur gewusst, was für eine Wirkung hat der Tehillim, hat er die ganze Zeit im Auto gehabt, Erez Yechiel, und mitgesagt Tehillim. Und gelernt ein paar Psalmen auswendig und immer gesagt. Guck mal, zweites. Das tagtägliche Studium, das Wochenabschnitt von Chumash mit Rashi, Sonntag bis Sheni, Montag bis Shlishi, etc. Täglichen Rezitieren der Tehillim und der gesamten Tehillim am Shabbat Mevarchim muss gewissenhaft eingehalten werden. Es ist wichtig für dich, für deine Kinder und Kindskinder. Also wenn ein Mensch hat gewusst, wie wichtig ist Tehillim, er hat die Tehillim gesagt. Also ich antworte jetzt alles, damit soll nicht offen bleiben. Bei Nacht sagt man Tehillim nur Emergency. Jeden Kapitel Tehillim hat einen bestimmten Grund, warum. Und wenn irgendein Rabbi hat dir gesagt, sag diese und diese, sag das, was er hat gesagt. Nicht jetzt tausend verschiedene. Ja. Wenn einer sagt Tehillim kann brechen, auch ein Urteil, der wurde schon gestempelt. Also ich zitiere das, was sagt der Lubavitcher Rebbe. Gdola ma'alat ha-Tehillim. Also, wenn Gott behüte, hat man schon im Himmel für jemanden was entschieden. Tehillim kann alles beseitigen und beenden. Möge unsere Lernen heute soll sein für die lieben Kinder Eliyahu Orel Noach ben Yehudit, Anael Sarah bat Yehudit, und Esther bat Yehudit. Und ich will noch etwas sagen. Amen. Amen. Sag Amen. Amen. Für unsere Freunde natürlich auch Kraft und Geduld. Und wir wissen alle, dass es euch nicht leicht und Hashem soll euch nicht lange prüfen. Es ist jetzt Monat Adar. Und steht geschrieben, dass am Monat Adar war alles wie nachfochu. Alles hat sich gedreht. Und gerade dieser Monat ist Sternzeichen Fisch. Also für diejenigen, die zufällig befürchten oder haben Angst vor bösen Augen,
Die einzige Lebewesen, der hat keine böse Auge, ist Fisch. Weil man sieht ihn nicht. Er ist versteckt unter die Erde. Darum vermehren sich die Fische so viel. Und Josef hat bekommen von Hashem eine Bracha. Veidgul arov bekerev haaretz, soll er sich vermehren so viel wie ein Fisch. Und das ist der Grund, warum manche Leute am Rosh Hashanah essen den Kopf von einem Fisch mit den Augen. Soll uns schützen von einer Nore. Und keiner soll nicht geschädigt werden. Und soll keiner vom Klal Israel nicht Probleme haben. Und es ist auch schön, dass wir am Israel auch ein Mitgefühl haben mit den Chinesen, die momentan in großem Zustand und Panik. Und es ist nicht nur menschlichen Zustand und Panik, es ist auch Ängste für die ganze Welt. Hashem soll helfen, einer von beides. Oder soll man schnell finden eine Impfung, die das stoppt. Oder Hashem soll helfen, soll es weggehen, so wie es gekommen. Weil auch, ich habe gesprochen mit sehr vielen Leuten, viele sind auch finanziell und mit sehr vielen Fabriken und Sachen in China leiden. Und noch jeden haben ein Problem, sie können sich nicht versammeln in die Synagoge. Sie dürfen dort keine Versammlung von Menschen, sie dürfen nicht versammeln, kannst du vorstellen? Keine Schule, keine Synagoge, gar nicht, schlimm. Weißt du, wie schlimm ist, dass jeden Schabbes ohne Schil... Nicht bei Familien kann man dann... Ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, Sammlung von Menschen. Es ist kein Kino da, kein Theater da, kein Restaurant da, no takeaway. Sie kommen manche Leute zur Synagoge noch vielleicht umzunehmen, Challes oder etwas, aber sie machen keine... Aber nur in diesen Regionen. Klar, ja. Klar, also sehr gefährlich. Nicht in Peking. Weiß ich nicht. Also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, sogar mit einem Schaliach aus China. Und er ist in Amerika jetzt. Und er hat gesagt, dass 90% von der jüdischen Gemeinde sind schon weg. Und die haben furchtbar Angst. Weil es gibt Leute, die müssen dort bleiben. Doktoren, Rechtsanwälte, Leute, die haben dort große Geschäfte. Sie können nicht jetzt. Und auch für die Nicht-Juden ist ein großer Bruch und Drama. Und Geweis, was ist die Wahrheit? Ich habe gehört, dass die Chinesen machen immer 0 runter oder 2-0 runter. Bei jedem, so gibt es so eine... Mit MS haben sie nicht so genau. Ja, mit dem MS, der MS weiß niemand. Nein. Der MS weiß niemand. Aber, ja? Hashem soll helfen, soll... Ja. Eine Frage. Bitte. Weil du sagst, die Fürsprecher. Es gibt doch bei Sukkot einen Brauch, dass man immer einlädt. Uspizin. Ist das der gleiche Gedanke, dass man immer jemanden, dass man Abraham einlädt, dass er auch für einen ist? Oder ist das ein anderer Gedanke, der dahinter steckt? Selbe. Derselbe Gedanke. Dieselbe Idee. Dieselbe Idee. Jeden, das kommt von dem Zohar, Kabbalah. Ja, er sagt, dass in jedem Abend vom Sukkot kommt ein anderer Gast. Ja. Und dieser Gast hat man für immer ein Gebet und er soll für uns fürsprechen und für uns reden bei Hashem, dass durch seine Verdienst soll man. Okay, verstehe. Ja. Verstanden? Schkoja. Ja, Schkoja. Bochum dir. Ja.